So, 3, 2, 1, willkommen zurück zu Farmers Dynasty. Ich hatte gerade ein bisschen Gülle hier aufs Feld geworfen. Ich kurz nochmal nach dem Essen schauen, ein, zwei Eier rein. Und jetzt, ich bin nicht sicher, das Feld ist mit 85% eigentlich recht gut gedüngert. Mache ich noch ein bisschen Quatsch, Kunstdünger drauf. Also hole ich gleich die Saatmaschine. Komm, ich hol direkt die Saatmaschine. Man sieht einige Flecken, die ich ausgelassen hatte. Okay, wenn wir dann mit der Saatmaschine drüber waren, bin ich glaube fertig für dieses Jahr. Dann könnte ich noch ein paar kleine Aufträge annehmen. 14 Uhr. Was hatte ich vor? Was fliegt da? Da flog doch etwas übers Kuckucksnest. Ach, das ist ein Storch, okay. Ja, ich hatte, glaube, einen Auftrag gehabt für einen Transport, was ich im Moment nicht mehr so gerne mache. Aber ich habe das Gefühl, nach dem Patch sind die Transportmissionen ausgeglichener. Erstmal abkurbeln. Nein. Abkurbeln. So. Jetzt die Saatmaschine. Seid ihr beide. Die ist nur mit 50% voll. Oh Gott, oh Gott. Gut. Na. So. 51%. Das ist ja mies. Autos, warum wartet ihr? Steht mein Güllewagen zu nah an der Straße? Hab schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Ach ja. Kleine Mission war ein Transport. Einmal pflügen vom Feld. Und ich glaube, ein Gebäude. Gebäude reparieren. Ich möchte aber echt jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen. So, es müsste immer noch der 29. September sein, irgendwann nachmittags. So. Kleines Auto bleibt stehen. So, und jetzt. Oh, komm, fahr gerade, fahr gerade. Okay, es wird weniger Weizen. Die Saatmaschine war ja in dem Sinne genial, dass ich hier über die Wiese fahren konnte, beispielsweise. Und die sät nicht automatisch weiter. Deshalb kann ich hier schön lange Streifen fahren, ohne dass ich irgendwie die Maschine hoch oder runter machen müsste. Dass ich bin einen Streifen gefahren und habe jetzt schon 10%. Oh. Verwendet. Wenden, wenden, wenden.
Eins müsste ich aber echt mal noch probieren. Wenn ich jetzt über eine bereits gesäte Stelle fahre, wird er nochmal neu ausgesät? Das probieren wir jetzt mal. Dann fahren wir hier. 30%, 30, 29. 28. 27. 26. Shit. Okay. Dabei wird Saatgut verbraucht. So. Und dann müssen wir doch wieder vernünftig fahren. Gesät 15% Weizen auf dem Feld, noch 20 in der Saatmaschine. So. Ja, mit Vollgas übers Weizenfeld. Wobei es ja noch kein richtiges Weizenfeld ist. 25% gesät. So, 4% noch in der Maschine. Das heißt, eine Tour, eine halbe Tour. Dann müssen wir auch schon Nachschub holen. 1% noch, 6 Kilo, 5 Kilo, 4 Kilo, 3, 2, 1 und alle. Ab nach Hause. So. Ich wollte gerade sagen, der Verkehr hat sich ja wieder verbessert. Scheiße, kriege ich den befreit? Nö. Lassen wir ihn mal ein bisschen Dampf ablassen. Ja. Lassen wir ihn mal Dampf ablassen. Oh, er hat mich gerade überholt. Teleportsprung. Gut, wenn ich teleportieren kann, da würden mich so Verkehrsregeln auch nicht großartig hindern. Klebe ich halt mal an einem Baum, an einem Lichtmast. Was soll's? Brumm, brumm, brumm. Müssen wir ans Magazin fahren. Und dann müsste sich der Tag, oh, war jetzt 16:30, dem Ende neigen, wollte ich gerade sagen.
Man hat ja doch noch ein bisschen Zeit. Ich werde am besten hinten lang fahren. Also die Einfahrt, die zu den Gewächshäusern führt, nutzen und nicht mitten über den Hof eiern. Werde ich immer noch verfolgt von dem blauen Fahrzeug? Ja. Gefährlich, gefährlich. Oh. Oh, oh, oh. Ah. Mist. Gut, wenn wir vorwärts reinfahren, dann ist es auch reichen. Windmagazin, jawohl. Dünger auf Lager, nein. Weizen, Sämaschine befüllen. So, jetzt fahren wir aber über den Hof. Wir fahren über den Hof. Wo ist meine Frau? Oh Gott, Janet ist weg. Janet! Was ist mit Janet? Meine geliebte Frau. Weg ist sie. Sind wir jetzt Single oder ist sie irgendwie im Krankenhaus? Ja, der echt dicken Bauch gehabt. Fragen über Fragen. Mein Nachbar weiß da wahrscheinlich auch nichts. Er steht zumindest draußen. Wird also nicht bei meiner Frau sein. So, das sind wieder mal die defensiven Fahrzeuge. Ich schon gesagt hatte, wenn ich mit dem Fahrzeug komme, fahren sie an die Seite ran, stellen den Motor ab, warten bis ich 30 Meter Abstand zu ihnen habe und dann fahren sie vielleicht ein Stück weiter. Genauso der Transporter hier hinter mir. Könnte dann noch so viel Platz machen, der will einfach nicht vorbei. Nicht auf der Straße bin. Ich fahre jetzt mal hier drüben, da wäre ihre Fahrspur komplett frei. Ja, davon hat sich doch schon wieder ein Auto um den Mast gewickelt. Wenn ich den jetzt frontal treffe, könnte ich ihn vielleicht ein bisschen nach der Seite wegbiegen. Ach, probieren wir mal. Probieren wir über studieren. So. So, jetzt fahr doch vorbei. Da fehlt doch nicht mehr. Fahren wir noch. Oh, er hat es geschafft. Ich wollte schon sagen, jetzt bauen wir noch einen Unfall. Alles gut. So, dann machen wir mal das Feld fertig. So. Bis hierhin hat es vor uns gereicht. Also mit der Ladung müssten wir jetzt bequem fertig werden. Das Wendemanöver war irgendwie nicht ganz so gut.
eigenständiges Licht anmache, sehe ich besser. Ja, aktuell sehe ich so die gesäte und ungesäte Seite schon etwas besser. So. Von dem Feld wären dann fertig gesät. Sät. War da so fuck sät. Vollgas. Und Vollgas in die Kettensäge. Nein, lächeln in die Kettensäge. Talali. Mich wundert es immer noch, dass Leute hier die Folgen anschauen oder zumindest anklicken. Ich glaube, die ganzen letzten Folgen, weiß ich nicht, sind ja bestimmt mindestens 50 bis 100 Folgen, wo jetzt nicht mehr viel passiert ist. In dem Sinne. Na gut. Okay, Ende für diese Folge. Tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal. Bye bye.